Ich heiße Winfried Sommer, bin im Februar 1942 hier in Speyer geboren und habe auch das Kriegsende hier in Speyer erlebt. Insgesamt kam Speyer im Vergleich zu anderen pfälzischen Städten wie Ludwigshafen und Landau oder auch Pirmasens und Zweibrücken relativ glimpflich davon, sowohl während des Krieges als auch am Ende bei der sogenannten Einnahme. Allerdings musste auch unsere Stadt einen hohen Blutzoll zahlen. Insgesamt fielen 1.464 Soldaten an der Front oder waren vermisst. Bei insgesamt 32 Luftangriffen auf die Stadt verloren 53 Bürger, darunter auch Kinder, ihr Leben, 357 wurden verletzt. Noch kurz vor Ende des Krieges fanden im Norden der Stadt heftige Abwehrkämpfe statt, die vielen Soldaten auf beiden Seiten das Leben kostete. Wenige Tage vor dem absehbaren Ende des Krieges lud der damalige Bischof von Speyer, Dr. Josef Wendel, eine Reihe von kinderreichen Familien aus der Dompfarrei ein, die letzten Kriegstage in der als bombensicher geltenden Krypta des Domes zu verbringen. Auch meine Mutter mit ihren beiden Buben, mich als Dreijährigen und mein Bruder, der damals 8,5 Jahre alt war, hatten das Glück, ebenfalls in den Genuss dieses Angebots zu kommen. Wir bezogen diesen Altar hier, der mit Decken und Kissen gut ausgestattet war, und empfanden mit den anderen Kindern, die hier untergebracht waren, die Krypta hier fast als eine Art Abenteuerspielplatz. Meine Großmutter versorgte uns täglich mit Lebensmitteln und den benötigten Kleidern und informierte uns auch über den jeweils aktuellen Stand der Kampfhandlungen. Eines Morgens, es war der 24. März 1945, öffnete Bischof Wendel die Türen der Krypta. Die Treppen kamen zwei amerikanische GIs mit aufgepflanzten Bajonetten herunter. Bischof Wendel übergab seine Schutzbefohlenen den beiden amerikanischen Soldaten, und damit war für uns und eigentlich auch für alle Speyerer dieser schreckliche Zweite Weltkrieg zu Ende. Mein heute 90-jähriger Freund Karl-Heinz Wesser, damals 15-jährig, hat an dieses Kriegsende in Speyer an den Morgen des 24. März eine ganz besondere Erinnerung. Er schreibt in seinen Erinnerungen: Die Panzer der einrückenden amerikanischen Armee waren ca. 700 Meter von mir entfernt. Mein Opa wollte mich gerade ins Haus ziehen. Da kam aus der kleinen Gasse gegenüber ein gut gekleideter Mann über die Hauptstraße und sagte zu meinem Opa: Guten Morgen, Herr Erbach. Mein Opa drehte sich um und sagte zu seiner Frau Caroline: Das war der Herr, der Jude Bötticheimer. Großes Staunen von Opa. Von Opa wurde ich dann aufgeklärt. Herr Bötticheimer war seit der Reichsprognomnacht von 1938 unauffindlich in Speyer. Später erzählte Herr Bötticheimer meinem Opa, dass er jahrelang im Keller einer Speyerer Fotografin gelebt hatte. Berthold Bötticheimer war der einzige von vormals 269 Speyerer Juden, der im Versteck den Krieg und die Nazi-Verfolgung unbestraft überlebt hatte und auch nach dem Krieg in Speyer wohnen blieb. Ein Großteil der Speyerer Juden hingegen wurde in Auschwitz ermordet.